Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schnabeltier Bataka mit Rufus. Ja, ich sitze mal wieder hier, habe nichts Besseres zu tun, als Computerspiele zu spielen und die aufzunehmen, und ich dachte, ich lasse euch daran mal teilhaben. Deswegen sind... Ja, R-Gitarre. Rufus hat's drauf. Deswegen sind wir wieder hier und sollten Goal im Schnabeltier-Bataka besiegen oder sowas. Und das hat nicht so ganz gut geklappt beim ersten Mal. Deswegen sind wir wieder hier. Und haben genau drei Sachen zur Auswahl. Wir können zum Marktplatz, zum Kampf und hier ist eine Trainingspuppe. Inventar habe ich nicht. Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Ja. Nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, einmal kann ich es ja probieren. Und jetzt? Oh nee. Ach du Scheiße. Ach, sowas kann ich doch nicht. Dem habe ich's gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Keine Ahnung, was das bringt. Eigentlich bin ich ja schon perfekt im Training. Aber andererseits kann es auch nicht schaden. Es sieht aus, als ob es hier 5 Runden gibt. Ach, Scheiße. Okay. Da. Oh, muss man sich ja konzentrieren. Ist ja furchtbar. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Immer besser. Oh, wenn ich bedenke, dass da noch 3 Runden Training kommen. So, Ach du Scheiße. Oh Gott. Da und da. Okay. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Hoffentlich bringt das auch was und ich mache mich hier nicht umsonst zum Affen. Ach du Scheiße. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Nochmal bitte. Scheiße. Ach, hey. Verdammt, was jetzt? Ja. Oh. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Immer besser, ja. Ach du Scheiße. Das wird noch lustig. Das war Absicht. Scheiße. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Whip. Okay. Ha, ha, ha!
Unten rechts, ne? Das war abzig. Scheiße! Ich wollte ihn auch mal gucken. Ach, Mann. Oh, nee. Da, 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 da. Oh. So, das muss jetzt aber wirklich reichen. Ich bin jetzt perfekt in Form. Das war's? Das war's? Das war's? Das war's? Das war's? Ja, so. Also, okay, gut. Was haben wir hier? Geh mal darüber. Abwehr. Das erste ist Abwehr. Wenn sie nach unten guckt, muss ich unten klicken und dann wehre ich ab. Ja, komm. Komm, wir geben's ihr. Das klappt schon. Auf geht's. Auf geht's. Okay, puh. So, mal gucken, ob unser Training was gebracht hat. Get on! Let's get ready for another violent round of Platico Spartaka! Fight! Sie guckt nach oben. Eternal Hemorrha! Sie guckt wieder nach oben. Nee, sie guckte nicht nach oben. Unten. Das ist aber oben. Oh Gott. Was ist oben? Don't shield your balls. Poor attempt. Okay, aber das Training hat offenbar was gebracht. Ach so, das ist Schutz oben, ja. Kopf. Oh. Gleich habe ich sie, gleich habe ich sie. Rage? Wieso Rage Mode? Wieso Rage Mode? Hallo? Oh Gott. Unten. Oben. Unten. Was macht er da? Was zur Hölle macht er da? Was? Was? Alter, was? Das hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus. Nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Irgendwie ist das ganz schön schräg, irgendwie, ja. Das stimmt. Und wir haben das Platypus Bataka gewonnen. Und Krawallgoal überzeugt. Das heißt... Ja, hau dir erstmal einen hinter die Binde.
Das heißt, uns fehlen jetzt nur noch Baby Ghoul und Lady Ghoul. Baby Ghoul wollte ja unbedingt in die Widerstandsbewegung, da von dem Typen hier. Dafür müssten wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Und um Schnick, Schnack, Schnuck zu spielen, müssen wir erst in die Basis von dem Typen hier. Und Lady Ghoul wollte ein romantisches Essen. Und dafür sollen wir in die Oberstadt. Hey Rufus, kommst du voran? Mir fällt hier langsam die Decke auf den Kopf. Ich habe dich gewarnt. Meine Plasmaflinte ist nicht dafür gedacht, ein Indoor-Tontaubenschießen zu veranstalten. Heul doch. Heul doch. Ich habe Schwierigkeiten, Baby Ghoul zu überzeugen. Echt jetzt? Dabei ist sie doch meine gutgläubige Facette. Du könntest ihr fast alles erzählen und sie würde es glauben. Ich habe Schwierigkeiten, Lady Ghoul zu überzeugen. Kann ich mir vorstellen. Sie kann echt eine ganz schöne Zicke sein. Red nicht so über sie. Aber es stimmt. Sie ist eine verwöhnte Zicke. Ich finde sie lässig. Na, dann lad sie doch zum Essen ein, wenn du sie so sehr magst. Das mache ich vielleicht. Na, dann mach doch. Bist du etwa eifersüchtig? Auf mich selbst? So ein Quatsch. Das wäre doch total bekloppt. Auch nicht bekloppter als alles andere, was heute passiert ist. Da hat er recht. Da hat er recht. Es ist irgendwie schräg, mit einem Drittel deiner Persönlichkeit über die zwei anderen Drittel zu reden. Warum? Wer sollte sich da besser auskennen? Auch wieder wahr. Ja, stimmt. Ich schaff das schon. Beeil dich. Gulliver gehen langsam die Krüge aus. Warum wirfst du sie auch immer gegen die Wand, nachdem du sie geäxt hast? Weil es eben so ist. Leb damit. Oh, schön. So, was haben wir eigentlich in unserem Inventar? Ich muss jetzt erstmal... Das lustige Lümmeltypenlied schleppen wir immer noch mit uns rum, okay. Kurbel, Schraubenzieher, Antenne, Zuckerdose, Hakeneimer, vergammelte Pillen, Erdnussschale, Gurke der Erkenntnis, Rasiermesserfisch. Sollten wir nicht eine Katze rasieren? Da war doch was. Okay, auf jeden Fall gehe ich erstmal nach draußen. Da war eine Sache, die ich auf jeden Fall noch probieren wollte. Und zwar, wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, über den Marktplatz geht's. Ich und mein Orientierungssinn. Ja. Yeah. So, hier, Bellevue. Das ist doch die Oberstadt, ne? Genau. Und bevor ich hier irgendwas anderes mache... Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur, Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Schön. Okay, und zwar haben wir hier diese feine Nase. Ich habe noch nie einen so hochnäsigen Türsensor gesehen. Black. Der uns nicht reinlässt, weil er uns nicht riechen kann. Aber wir haben ja hier... Gullivers Erdnüsse sind viel keimiger als Lonzos. Einige Bazillen haben sogar Farben, die ich noch nie gesehen habe. Sieht aus, als sei ich endlich in der Zivilisation angekommen. Eine Erdnussschale voller Grippeviren, weil die biologischen Kampfstoffe ja aus waren. Und das ist gerade so krank genug, dass das natürlich funktioniert. Und wir sind in der Oberstadt. Was können wir denn hier alles machen? Fragezeichen, rechte Seite, Fragezeichen, Fragezeichen... Fangen wir mal mit dem Vogelhaus an. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt's genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Das ist die Karte. Ja. Eine Harke. Eine Harke. Die könnte nützlich werden. Dann nehmen wir sie mit. Au. Au. Au! Okay, genug. Das Ei, das nimmt er sowieso nicht mit. Nest. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören.
Ach hier, Kübel mit Erde. Na super. Noch mehr Dreck. Oh. Au. Wenn er auch zu blöd ist, die Hake da wegzunehmen. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine Pflanze ist. Kommen wir denn jetzt darüber? Tatsache, da stratzt er los. Ach, rechte, ja. Rechte Seite, hier. Link, ja. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Hm. Was? Das ja, waren nicht die Finger. Weil ich jetzt mit den Füßen... Du bist so ein Arschloch, ey. Siehst du? Hier, Füße. Zack. Ach komm schon, das war lustig. Oh. Scheiße. Ach, da ist er. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Na, muss der Stress sein. Ja, vielleicht hat aber auch jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt. Schön. Gleich mal zurück.